Ach ja, Neu-Tushanka. Herzlich willkommen zurück. Ich habe gesehen, wie der Wurm direkt durch ein altes Schiff gekracht ist. Da habe ich einen. Mag den Wurm jetzt schon. Normalerweise müsste doch warme Luft in den Krater steigen, abkühlen und wieder hoch. Dann müsste die ganze Zeit Wind sein. Oder er? Ich hab das Gefühl, wir können uns endlich entspannen. Ernsthaft? Du willst eine schwierigere Frage für die Arbeit? Letzter kurganischer Speer. Sie sind also der menschliche Pathfinder. Jo. Sie sehen ganz anders aus als auf den Bildern. Sie haben wahrscheinlich Aufnahmen meines Vaters gesehen. Ihr Vater? Sie haben ihn als Pathfinder ersetzt? Das ist eine lange Geschichte. Ich bin nicht wirklich auf dem Laufenden, was die Nexus angeht. Hier gibt's genug Schwierigkeiten, mit denen ich mich rumschlagen muss. Sie meinen die Plünderer? Unter anderem. Waren Sie schon in der Absteige? Sie ist Ihr Treffpunkt. 80% Bruchbude, 100% Ärger. Ich gebe Ihnen den Nuff-Punkt, damit Sie sich davon fernhalten können. Oder auch nicht. Ganz wie Sie wollen. Die müssen wir noch kaputt spielen, die Absteige, Hatten ne? Sie in der Kolonie schon viel Ärger mit Plünderern? Bisher noch nicht. Und mal im Ernst. Ein Haufen Weichhäute gegen ein paar hundert Kroganer? So dumm sind Sie dann doch nicht. Aber wer weiß. Wenn die Ressourcen knapp werden und Sie verzweifelt genug sind, ändert sich das vielleicht. Die Absteige. Erzählen Sie mir mehr über die Absteige. Sie ist eine lose Ansammlung von Baracken, in denen sich verschiedene Plünderer-Gangs versammeln. Sie prügeln sich, saufen und wenn sie dann richtig aggressiv sind, gehen sie auf Beutezug. Und falls man ihnen zu nahe kommt, wenn sie Hunger haben... Naja, es hat mich eine Leber gekostet und mir mein Humpeln eingebracht. What? Vielen Dank. Diese Informationen werden mir bestimmt nützlich sein. Freut mich, dass ich helfen konnte. Seien Sie da draußen vorsichtig, Pathfinder. Also sind es... Ich würde den Wurm zu gerne erleben. Ich hätte wissen müssen, was vorne... Das ist der Wurm, so? Weil der Wurm ist doch kein... Denkst du, wir müssen uns wieder an Elia wenden? Drake, du altes Wrack. Hört not Broad? Komm mal vorbei, wenn du nicht gerade den Helden spielst. Dann quatschen wir ein bisschen. Wer ist denn Irrnot? Das hier ist mein alter Freund Grot. Er hat diesen Ort quasi ganz alleine aufgebaut. Ignorieren Sie einfach, dass er ein Irrnot ist. Dafür kann er ja nichts. Was halten Sie von der Kolonie? Ziemlich beeindruckend, ha? Huh? Als Sie von einer Kolonie sprachen, habe ich nicht mit sowas gerechnet. Warum haben Sie es mir nicht erzählt, Drake? Ich war mir bei Ihnen anfangs nicht sicher. Und dann war es einfacher, Ihnen alles nach unserer Ankunft zu zeigen. Es ist... rustikal. Ja, und genau so wollten wir es haben. Rustikal. Ich nehme an, Sie haben Fragen. Ja, alles. Baumaterial. Fang mal an. Es gibt hier viele Fertigbauteile und Shuttles. Ein Teil davon ist Ausrüstung, die wir auf der Nexus gelagert hatten. Den Rest haben wir gestohlen, als wir gegangen sind. Es ist ja nicht so, dass uns irgendjemand aufhalten wollte. Mhm. Wie alt ist die Kolonie? Seit wann gibt es die Kolonie schon? Seit wir die Nexus verlassen haben, nach der Meuterei. Einfach so? Runter von der Nexus und Kolonie gründen? Wir sind Kroganer, Kleiner. Wir können überall leben. Wir könnten uns auf einem Vulkan niederlassen und kämen trotzdem bestens zurecht. Vegetation. Es gibt hier viele Pflanzen. Woher kommen die? Seit der Clan hier ist, haben Vaughn und sein Assistent unermüdlich an dem Gewächshaus gearbeitet. Wir haben ihm und Hark ein paar echt schicke Buden gebaut. Mit Lampen und all so einem Tinef. Die neuen Tuchanka-Pflanzen gedeihen viel besser als die zu Hause.
Ja, war ja auch kein Atomkrieg hier. Drake in der Kolonie. Sie scheinen sich hier richtig wohl zu fühlen, Drake. Und du wirst nicht jünger. Willst du dich nicht langsam mal zur Ruhe setzen? Doch, klar. An dem Tag, an dem du mein Grab schaufelst. Das wird eine traurige Ehre. Grot. Woher kennen Sie Drake? Wir haben früher zusammen geschürft. Da hatten wir noch nicht mal alle vier Eier im Sack. Und seitdem werde ich ihn einfach nicht mehr los. Wir reden später. Ich nehme vier Huren, ne? Jetzt hast du vergessen. Varka, hör dir doch nur mal selbst zu. Ich weiß, was ich gesehen habe. Hat dieser Wurm gedacht, mir fällt das nicht auf? Es ist mein Turm, nicht der von Gren. Und ich will verdammt sein, wenn ich zulasse, dass sie Befehle von ihm annehmen. Charmant. Was soll ich unternehmen? Kümmere dich darum, Cortex, sonst mache ich das. Die Hälfte der Zeit habe ich das Gefühl, dass ich der Einzige bin, der diese Kolonie zusammenhält. Ärger? Varka und Gren haben zu Hause zusammen gekämpft, Seite an Seite. Aber immer als Konkurrenten, das hat ihnen Kraft gegeben. Jetzt haben sie keine Feinde mehr, also bekämpfen sie sich gegenseitig. Ich spüre, wie die Lage sich verschärft. Die Kolonisten ergreifen Partei, so beginnen Clankriege. Eine gespaltene Kolonie kann hier draußen niemals überleben. Und genau deswegen müssen wir schnell handeln. Die beste Methode, um diesen Streit zu beenden, ist ein Ritual der Einigung. Und das funktioniert wie? Man steckt sie zusammen mit einer Bestie in einen Ring, damit sie als Team kämpfen müssen. Der Sieg über einen gemeinsamen Gegner ist ein starkes Band. Für Krogana bedeutet so etwas viel. Wenn sie mir helfen, das Ritual durchzuführen, können wir diese Kolonie zusammenhalten. Also, wie kann ich das... Wie könnte ich bei dem Ritual helfen? Nun, zunächst einmal brauchen die beiden einen Gegner. Sie meinen aber hoffentlich nicht mich. Nein, aber sie müssen mir dabei helfen, eine Bestie in die Arena zu treiben. Schamanen stellen für so etwas einen speziellen Köder her, der auch helfen sollte, die Bestie zu unterwerfen. Glauben Sie wirklich, dass Varka und Gren einen Krieg anzetteln könnten? Große Probleme sind anfangs immer kleine Probleme. Ich will kein Risiko eingehen. Ich werde mein Bestes geben, um Ihnen zu helfen. Gut. Legen Sie den Köder in der Wildnis aus, um einen Koloss anzulocken. Die Bestie ist wahrscheinlich zunächst streitlustig, also seien Sie vorsichtig. Ich halte Varka und Gren auf Distanz, bis Sie zurückkommen. Viel Glück. Okay. Destiny Ascension? Was ist die Destiny? Wieso sagst du mir irgendwas? Destiny Ascension. Wir sind schon vorbeilaufen. Das war nämlich das, wo wir hier so. Verschwinden Sie. Sind Sie Revenor Brank? Strux schickt mich. Er meinte hey. Sie. Wir treffen uns später bei der Kampfgrube. Hey! Nexus! Sie reden hier gefälligst mit mir! Sind Sie Mordor? Ich bin Nakmor Mordor, Overlord der Kroganer in Helios. Overlord? Drake, Sie haben den Job gewechselt. Offenbar genau wie Sie. Und Sie sind vermutlich dieser gefeierte Pathfinder von der Hyperion. Ich bin Ryder. Das ist so aufregend. Ich war einem Pathfinder noch nie so nah. Vermutlich, weil die Kroganer nie einen hatten. Willkommen in Neu-Tuchanka. Meinen Sie das ernst? Es hat nämlich nicht so geklungen. Sollte es auch nicht. Sie waren nicht da, als die Kroganer von den Ratsvölkern auf der Nexus verarscht wurden. Wieder einmal. Nichts hat sich geändert. Würden Sie wenigstens mir persönlich einen Vertrauensvorschuss geben?
Was wollen Sie hier, Pathfinder? Sich eine erfolgreiche Kolonie ansehen? Wir, die Initiative, haben Sie hierher gebracht. Und Sie haben uns verlassen. Sollten Sie gegen die Nexus vorgehen, wird das als Kriegsverbrechen oder Mord betrachtet. Mord? Haben Sie je eine kroganische Totgeburt gesehen? Verschwinden Sie, bevor ich Sie zerfetze! Es war mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal. Was für eine Alte. Die ist ja nett. Dem würde ich doch nochmal reden. Ich weiß, wie stur Mörder sein kann. Aber das hat sogar mich überrascht. Das ist nicht gut. Ja, schon möglich. Sie hat nicht mal gezuckt, als Sie davon gesprochen haben, die Kroganer könnten gegen die Nexus vorgehen. Okay, ab. Drak, Sir, Sie sind hier. Ganz ruhig, Hag. Tut mir leid, ich bin so viel Aufregung einfach nicht gewohnt. Special Musik. Ich habe den gestohlenen Transporter zu einem von Eladens Monden verfolgt. Sie werden Ihr Schiff nehmen müssen. Keines von unseren hat ein Tarnsystem. Eigentlich Musik. Wie konnten Sie den Transporter stehlen? Ich hatte das Sicherheitssystem abgeschaltet, während ich eine neue Probe transferierte und, naja, Sie sind von der anderen Seite reingeschlichen. Mörder denkt, Warren würde mit dem Transporter Proben sammeln. Ich habe Sie in den Glauben gelassen. Wenn Sie die Wahrheit rauskriegt, legt Sie Ihre Eier auf den Grill. Ich weiß. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gehen wir. Meine Koordinaten müssten Sie nah genug ranbringen, damit Sie sich reinschleichen können. Was erwartet uns? Eine Gruppe von Nexus-Exilanten. Sie verstecken sich da oben in einem alten Komplex. Nexus-Exilanten? Freunde von Ihnen, Drak? Wir haben uns während der Meuterei viele Freunde gemacht. Warten wir's ab. Na toll. Avenger. Okay, go. Sorgen wir dafür, dass unser Besuch so lange wie möglich eine Überraschung bleibt. Bis wir sie alle erschießen, richtig? Ja, Drak, bis wir sie alle erschießen. Was für eine Müllhalde. Und komplett unbewacht. Ja, die sollten sich schämen. Wir haben nicht mal Wachen an der Hintertür. Die meisten würden sich freuen. Ein bisschen schwieriger können sie es uns schon machen. Wir sind immerhin extra hier rausgekommen, um ihnen in den Arsch zu treten. Da drüben. Ist das der Transporter der Kolonie? Ja. Ich hoffe nur, der Saatentresor ist noch an Bord. Und wenn nicht? Dann nehme ich hier alles und jeden auseinander, bis wir ihn gefunden haben. Guter Plan. Dieser Ort ist tatsächlich eine Müllhalde. Hab ich doch gesagt. Diese Typen sind ja kaum die Munition wert. Ja, ne? Ihr hättet die Finger von unserem Transporter lassen sollen. Die Waffe ist halt schon. Warte ich ein Schaf schon härtere Köpfe. Sie müssen vielleicht einfach erst warm werden. Ob die das wohl schaffen, bevor ich vor Langeweile sterbe?
Das wird sich zeigen. Was immer das hier für ein Ort ist, er steht schon lange leer. Wir mögen ja in einer anderen Galaxie sein, aber ich will verdammt sein, wenn das hier keine Biene ist. Die Analyse hätte ich auch so genommen. Sam, kriegst du das Komm-Signal sauberer rein? Angara? Aaron, wir haben ein Problem! Jetzt geht es! Haltet sie auf! Hat er Aaron gesagt? Hat er. Ja, ob Spender hiermit zu tun hat? Das würde erklären, wie sie an die Codes gekommen sind. Aaron, wir zwei werden uns gleich mal unterhalten. Und ich. Da ist offenbar jemand nachtragend. Na, dem werde ich zeigen, was nachtragend bedeutet. Das wollt ihr gerne wissen, ne, ihr kleinen Kackfratzen. Zeit, dass sie organisiert vorgehen. Irgendwie freuen sie sich ein bisschen zu sehr, darüber beschossen zu werden. Alles klar. Ziemlich viele Interferenzen hier unten. Sucht ihr etwa immer noch euer Rückgrat? Ich glaube ja. Wie wär's, wenn ihr erstmal lernt, ordentlich zu zielen? Das könnt ihr doch besser. Danke. Das ist echt traurig. Langsam werden sie besser. Sagen sie. Ja. Sag ich. Richtig gut sind die halt immer noch nicht, ich weiß. Ihr habt keine Ahnung, was euch bevorsteht. Der Laden hier fällt wirklich auseinander. Solange ihr damit wartet, bis wir nicht getrennt sind. Stärke, Schilde. Würde ich auch bevorzugen, wenn die Bude erst dahin kaputt geht. Ja, das hier war früher mal eine echt große Anlage. Scheint aber schon lange still ge... Da ist jemand auf dem Notrufkanal. Darum können wir uns kümmern, wenn wir nicht gerade beschossen werden. Ich würde gerne damit besser treffen. Thank you.
für einen Ärger sie sich eingehaben haben. Ne. Das glaube ich auch. Hallo, was wird denn das hier? Da drüben. Auf der anderen Seite ist ein Weg. Vielleicht kommen wir ja durch, wenn wir das hier wegräumen. Wir müssen es wegräumen. Ach so, klar. Sie gehen ins Gebäude zurück. Das hilft Ihnen auch nicht. Sie da draußen. Hören Sie mich. Die Stimme kenne ich. Das ist Vaughn, unser Botaniker. Pathfinder. Track? Kein Wunder, dass die Piraten meinten, sie bräuchten Verstärkung. Was machen Sie hier? Ich war gerade auf dem Schiff, als die Piraten es gestohlen haben. Ich konnte niemanden mehr warnen. Okay, Schluss mit dem Quatsch. Komm runter. Würde ich ja. Aber ich musste mich in einem Container einschließen, um sie loszuwerden. Die wollen mich töten. Toll, sie lassen den Transporter warm laufen. Uns läuft die Zeit davon. Ich schätze, Sie wissen, warum wir hier sind. Sie dürfen nicht entkommen. Ohne den Tresor ist die Kolonie verloren. Die verschanzen sich da drüben. Der Transporter oder Vaughn? Was ist wichtiger? Wir kriegen das hin. Sagen Sie uns einfach, was wir tun sollen. Was ist für die Kolonie am wichtigsten? Wir brauchen den Tresor, aber ohne Vaughn ist er nutzlos. Wir brauchen ihn. Dann holen wir ihn. Vaughn, wir sind unterwegs. Die sieht nicht gerade stabil aus. Wir werden schon heilen. Pathfinder, falls Sie nicht rechtzeitig hier sein sollten, könnten Sie Cash dann bitte sagen, dass ich Sie liebe? Nee, kein Quatsch. Natürlich sind wir rechtzeitig. Moment mal, was hast du gerade gesagt? Worms Signal ist jetzt näher. Hallo, was war das? Der war gut. Könntet ihr euch mal bitte nicht jetzt jagen? Verzichte, Krogana! Der Transporter war nur der erste Schritt. Wir werden uns an der Nexus und den Kroganern rächen. Es gibt nur eins, was hier heute zerstört wird, und das bist du. Und dieser Ort. Und dein Boss. Und vermutlich deine gesamte Crew. Genau genommen werden hier also eine Menge Dinge zerstört. Und sie alle gehören dir. Wir finden Vaughn. Dann den Transporter. Und dann kümmere ich mich um Around. Sie haben Vaughn noch nie erwähnt. Der Botaniker des Clans. Der Kleine bringt alles zum Wachsen. Aber er hat keine Überlebensinstinkte, gar keine. Ein Wunder, dass er das Erwachsenenalter erreicht hat. Es
Seid alle unfähig! 25.000 Credits! Die schießen einfach nur auf die Tür. Bisher allerdings ohne großen Erfolg. Warte, der hält hier weh noch. Vaughns Komm-Signal kommt von dort oben. Ja, dann ich bin in dem Container auf der rechten Seite. Wir werden den Container. Das hätte ihr tot sein können. Es war einfach ein Reflex, aber mir geht's gut. Nichts passiert. Was hast du dir gedacht? Warum hast du das getan? Er wollte sie erschießen. Die Kolonie kann auch ohne mich überleben. Aber ohne dich und das, was in deinem dämlichen Schädel steckt, hat unser Volk keine Zukunft. Sie sagen ständig, sie sind entbehrlich. Aber das stimmt nicht. Wir brauchen sie. Wir wissen, was wir verloren haben, weil sie es gelebt haben. Ich brauche noch ein paar Dinge, bevor wir aufbrechen können. Reden Sie mit ihm. Es erfordert einen starken Willen, alles für sein Volk zu geben. Der Kleine kapiert nicht, dass ich mein Leben eben manchmal riskieren muss. Aber er hat nicht das Recht, seines für Sie zu riskieren? Nicht Sie auch noch. Wir haben keine Zeit für sowas. Wir müssen uns einen Transporter zurückholen. Ich bin soweit. Du bleibst schön hier. Ich habe keine Lust, Cash zu erzählen, dass du wie ein Idiot gestorben bist. Ja, das dürfte funktionieren. In Deckung! Das hat durchgeknallt.